Die besten und klügsten Zitate von Benjamin Franklin, ein amerikanischer Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Drucker, Erfinder und Staatsmann aus dem 18. Jahrhundert. Viele Menschen sterben bereits mit 25, werden aber erst mit 75 begraben. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Wir werden alle unwissend geboren, aber müssen hart arbeiten, um dumm zu bleiben. Gläubiger haben ein besseres Gedächtnis als Schuldner. Wenn wir aufhören, uns zu verändern, sind wir am Ende. Drei Menschen können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl. Hüte dich vor kleinen Ausgaben. Ein großes Schiff kann wegen eines kleinen Lecks sinken. Willst du den Wert des Geldes kennenlernen? Geh und versuch dir welches zu borgen. Eine Stunde konzentrierte Arbeit hilft mehr, deine Lebensfreude anzufachen, deinen Schwermut zu überwinden und dein Schiff wieder flott zu machen, als ein Monat dumpfes Brütens. Ein wahrhaft großer Mann wird weder einen Wurm zertreten, noch vor dem Kaiser kriechen. Es ist leichter, die erste Begierde zu unterdrücken, als alle darauf folgenden zu befriedigen. In dieser Welt gibt es nichts Sicheres als den Tod und die Steuern. Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die Jungen. Der Unterschied liegt lediglich im Preis. Es gab noch nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden. Die ganz Schlauen sehen um fünf Ecken und sind geradeaus blind. Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist. Nach Leiden und Verlusten werden die Menschen bescheidener und weiser. Schreib Kränkungen in den Staub, Wohltaten in den Marmor. Mit 20 regiert der Wille, mit 30 der Verstand und mit 40 das Urteilsvermögen. Es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss. Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen. Wer euch sagt, dass ihr anders reich werden könnt als durch Arbeit und Sparsamkeit, der betrügt euch. Der ist ein Schelm. Ist die Zeit das Kostbarste unter allem? So ist Zeitverschwendung die allergrößte Verschwendung.
Liebe deine Feinde, denn sie sagen dir deine Fehler. Wähle einen Freund langsam, wechsel ihn noch langsamer. Zeit ist Geld. Tugend ist der einzige Adel. Nichts schmerzt so sehr wie fehlgeschlagene Erwartungen. Aber gewiss wird auch durch nichts ein zum Nachdenken fähiger Geist so lebhaft wie durch sie erweckt. Die schlimmste Entscheidung ist die Unentschlossenheit. Ein wohlgefülltes Haus, ein wohlgepflügtes Feld und eine kleine Frau voll guten Willens, das sind große Reichtümer. Man kann nicht erwarten, dass ein leerer Sack aufrecht steht. Gott hilft denen, die sich selber helfen. Geiz und Glück haben sich nie gesehen. Wie sollten sie sich da kennenlernen? Führe dein Geschäft oder es wird dich führen. Wer sich dem Selbstmitleid ergibt, kann auch nur von dieser Seite Sympathie erwarten. Wo Ehe ohne Liebe ist, da wird auch Liebe ohne Ehe sein. Wer schlecht über die Stute redet, wird sie kaufen. Was hilft es, bessere Zeiten zu wünschen und zu hoffen? Ändert euch nur selbst. So ändern sich auch die Zeiten. Ohne Mühe geht nichts. Lassen Sie mich gerne wissen, wenn Ihnen das Video gefallen hat und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ich poste jeden Dienstag, Freitag und Sonntag ein Video von Zitaten großer Persönlichkeiten.